Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch in Berlin sollen im kommenden Jahr Fahrverbote für ältere Diesel verhängt werden. Wie das Verwaltungsgericht heute entschied, müssen 11 Straßenabschnitte wegen zu hoher Belastung mit Stickstoffdioxid gesperrt werden. Betroffen sind Diesel bis zur Schadstoffklasse 5. Zuvor hatten die Gerichte in Stuttgart, Aachen und Frankfurt am Main Fahrverbote für ältere Diesel ausgesprochen. In Hamburg sind bereits 2 Straßenabschnitte für bestimmte Diesel-Kfz gesperrt. Noch fahren überall in der Berliner Innenstadt auch ältere Dieselfahrzeuge wie hier auf der Leipziger Straße in Mitte. Doch kommendes Jahr soll damit Schluss sein. Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass dann auf mindestens 11 Straßenabschnitten im Stadtzentrum keine Diesel bis Euro 5 Norm mehr fahren dürfen. Darunter etwa Teile der Leipziger Straße sowie der Reinhard- und Friedrichstraße in Mitte. Auf diesen Teilabschnitten ist eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte festzustellen, die auch nicht mit anderen Mitteln behoben werden können. Auf weiteren 15 Kilometern muss das Land Berlin prüfen, ob wegen des Ausweichverkehrs und anderer Faktoren hier weitere Fahrverbote erlassen werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte zunächst ein flächendeckendes Dieselverbot für die gesamte Innenstadt gefordert. Das wurde vom Gericht zwar zurückgewiesen, dennoch wertet der Verein das Urteil als Erfolg. 15 Kilometer in Berlin werden möglicherweise im nächsten Jahr mit Dieselfahrverboten versehen sein. Und wir haben jetzt tatsächlich die Hoffnung, dass die Vernunft dazu führen wird, anstelle von vielleicht 30 oder 40 gesperrten Straßenabschnitten, dies zusammenzufassen zu einer Umweltzone. Das Land Berlin will eine solche Dieselverbotszone vermeiden. Neben den nun verordneten punktuellen Straßensperrungen plane man andere Maßnahmen, um die Luft in der Stadt reinzuhalten, etwa mehr Radwege und Tempo-30-Zonen. In Luxemburg beraten die EU-Umweltminister über die künftigen Klimaschutzvorgaben für Autos und Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß. Noch zeichnet sich keine einheitliche Linie ab. Die Bundesregierung befürchtet bei zu strengen Vorgaben Jobverluste in der Autoindustrie. Sie vertritt eine zurückhaltendere Position als viele andere EU-Staaten. Augen auf bei der Berufswahl. Womöglich hat das heute selbst Svenja Schulze mal kurz gedacht. Die deutsche Umweltministerin war in Luxemburg in einer schwierigen Lage. Sie selbst würde den CO2-Ausstoß von Autos gern um 40% reduzieren. Doch aus Berlin gibt's klare Order, für höchstens 30% zu werben. Es gehe zwar um Klimaschutz, aber eben auch um viele Arbeitsplätze. So ist Demokratie. Wenn man in einer Koalition sich dann eben nicht durchsetzen kann, dann ist es so. Und das werde ich jetzt hier auch vertreten. Doch vielleicht erfüllen ja andere Länder die heimlichen Wünsche der Ministerin. Irland forderte heute eine Reduktion um 50%. Auch Dänemark oder Frankreich wollen mehr Klimaschutz auf der Straße. Schon jetzt steht fest, nach 2020 dürfen Autos im Schnitt höchstens 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Danach fordert die EU-Kommission eine weitere Absenkung um 30%, das EU-Parlament sogar um 40%. Der Kompromiss könnte in der Mitte liegen, doch Deutschland zielt, wie gesagt, auf 30%. Die Deutschen greifen zum Telefon und sagen anderen Regierungschefs, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Position ändert. Das haben wir die letzten Tage gesehen. Alle fordern, dass in Sachen Klimaschutz etwas geschehen muss, gerade nach dem gestrigen Expertenbericht. Und heute hätten wir ganz praktisch Gelegenheit, das mal zu machen. Unterstützer der deutschen Position sind übrigens Länder wie Ungarn, Bulgarien oder die Slowakei. Dort arbeitet man viel und gern für die deutsche Autoindustrie. Noch laufen die Verhandlungen, doch der Streit zeigt erneut, dass Deutschland kein Vorreiter mehr ist in Sachen Klimaschutz. Viele Beobachter halten den Blick nur auf die aktuellen Jobs und Gewinne der Autoindustrie für kurzsichtig. Ohne politischen Druck könne die Branche den Anschluss verlieren, vor allem an die Hersteller von Elektroautos aus China. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose nach unten korrigiert, auch für Deutschland. Als Ursachen nennt er in seinem Weltwirtschaftsbericht neben regionalen Einflüssen den von US-Präsident Trump entfachten Handelsstreit und hohe Schulden. Das Wachstum werde zwar 2018 und 2019 auf vergleichsweise hohem Niveau anhalten, es nehme aber nicht mehr wie erwartet an Tempo zu.
Verantwortlich ist vor allem er, US-Präsident Trump und seine Handelspolitik. Immer wieder neue Zölle, immer wieder neue Drohungen. Erst im September hatte er 10%ige Zuschläge auf Waren aus China angekündigt, im Umfang von 200 Milliarden Dollar. China wiederum drohte mit Vergeltung. Das hat weltweite Auswirkungen, sagt der Internationale Währungsfonds. Noch im April schätzte der IWF das weltweite Wirtschaftswachstum für 2018 und 2019 auf 3,9%, jetzt nur noch auf 3,7%. Handelskriege und Zölle sind global nicht hilfreich und sie können das Wachstum negativ beeinflussen. Und sie beeinflussen auch die Wachstumsprognose für Deutschland. Sie sinkt in diesem Jahr von 2,5 auf 1,9%. Und auch für 2019 bleibt sie auf einem ähnlichen Niveau. Deutschland ist von den Handelskriegen betroffen, weil natürlich auch ein Donald Trump sich daran stößt, dass Deutschland so große Überschüsse hat. Und hier ist die Kritik nicht unberechtigt, denn Deutschland hat einen zu hohen Handelsüberschuss. Nicht, weil Deutschland zu viel exportiert, sondern weil Deutschland zu wenig importiert. Am Donnerstag will die Bundesregierung in Berlin ihre Wachstumsprognose vorstellen. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Haley hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Sie traf sich am Nachmittag in Washington mit Präsident Trump, der bekannt gab, dass Haley das Amt zum Jahresende niederlegt. Er lobte Haleys Arbeit und betonte, er hoffe, sie werde nach einer Auszeit in anderer Funktion zurückkehren. Gründe für ihren Schritt nannte Haley nicht. Sie ist seit Anfang 2017 US-Botschafterin bei den UN. Im Norden der Ukraine sind nach mehreren Explosionen in einem Munitionslager etwa 12.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Depot liegt nahe der Ortschaft Ichnia, etwa 135 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew. Nach einem Brand kam es dort am frühen Morgen zu mehreren aufeinanderfolgenden Detonationen. In dem Depot lagerten rund 88.000 Tonnen Munition. Die Behörden verhängten ein Flugverbot in einem Umkreis von 30 Kilometern um das Munitionslager. In vielen Städten Frankreichs haben Zehntausende Menschen gegen die Sozialpolitik von Präsident Macron demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaften, die sich gegen die Regierungspläne zu weiteren Einschnitten bei Renten und der Arbeitslosenversicherung wenden. Am Rande der Demonstration in Paris kam es zu Ausschreitungen. Augenzeugen zufolge warfen Demonstranten Wurfgeschosse auf Polizisten. Diese setzten Tränengas ein. 7 Monate nach dem Anschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Skripal und seine Tochter gibt es offenbar neue Erkenntnisse. Danach soll es sich bei dem zweiten Verdächtigen um einen Militärarzt des russischen Geheimdienstes GRU handeln. Das berichtet die Rechercheplattform Bellingcat, das den ersten Verdächtigen bereits im September als vermutlichen GRU-Agenten identifiziert hatte. Moskau hat eine Verwicklung in den Fall stets bestritten. Das sind die Journalisten der Rechercheplattform. Sie wollen jetzt auch den zweiten Verdächtigen von Salisbury klar identifiziert haben. Überwachungskameras aus dem März. 2 Männer schlendern wie Touristen durch Salisbury. Rechts Alexander Mischkin, Tarname Pedrov. Er soll als Militärarzt im Dienst des russischen Geheimdienstes gestanden haben. Beide werden verdächtigt, den Ex-Doppelagenten Skripal und seine Tochter Julia mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet zu haben in Salisbury während ihres auf Tourismus getrimmten Aufenthaltes. Vater und Tochter überleben den Anschlag. Heute also präsentiert Bellingcat die neuesten Recherchen, auch den Personalausweis Mischkins aus dem Jahre 2001. Die Journalisten haben seinen Lebensweg zurückverfolgt im Internet in der Heimat. Ausgebildet wurde der Arzt auf einer Militärakademie und da vom Geheimdienst angeworben. Er ist hochdekoriert. Seine Großmutter hat ein Foto, auf dem er den Orden von Putin bekommt. Wenn Putin sagt, er wisse von nichts, ist das eine Lüge. Bereits im September hatten die Rechercheure seinen mutmaßlichen Komplizen enttarnt, Tschetschenienkämpfer, ebenfalls hochdekoriert, auch er wohl Agent des Militärgeheimdienstes. In einem für viele geradezu bizarr anmutenden Fernsehinterview traten beide auf nach der ersten Enttarnung, versicherten, sie seien wegen der wunderbaren Kathedrale nach Salisbury gereist. Heute schwieg London, aber die Regierung macht Moskau für den Anschlag auf die Skripals verantwortlich. Moskau streitet weiter, hartnäckig ab. Die Entwaffnung von sogenannten Reichsbürgern kommt nur schleppend voran. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung besitzen noch immer mehr als 600 von ihnen Pistolen und Gewehre.
In Deutschland leben schätzungsweise etwa 18.000 Reichsbürger. Sie erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an. Die Innenminister der Länder hatten bereits vor 2 Jahren deren Entwaffnung angekündigt. Die Bundesregierung will mit Pünktlichkeit und verlässlicheren Verbindungen die Attraktivität der Bahn erhöhen. Das hat sie sich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Verkehrsminister Scheuer stellte heute den Entwurf für einen sogenannten Deutschlandtakt vor. Bis 2030 sollen Nah- und Fernverkehr bundesweit mehr verzahnt werden. An Knotenbahnhöfen sollen Fernbahnen halbstündlich oder stündlich zur selben Zeit eintreffen, um das Umsteigen auch in Regionalzüge zu erleichtern. Dafür müssen unter anderem Strecken ausgebaut werden. Wie der neue Taktfahrplan der Bahn genau funktionieren soll, Einzelheiten dazu finden Sie auf tagesschau.de. In Leipzig haben die Menschen an die friedliche Revolution in der DDR vor 29 Jahren erinnert. Am 9. Oktober 1989 waren von der Nikolaikirche aus bei der Montagsdemonstration mehr als 70.000 Menschen durch die Innenstadt gezogen und hatten gegen das SED-Regime protestiert. Wenige Wochen später fiel die Mauer. Die Frankfurter Buchmesse ist zum 70. Mal eröffnet worden. Etwa 7.300 Aussteller werden in den kommenden Tagen ihre Neuerscheinungen präsentieren. Zudem gibt es Veranstaltungen zu den Themen Literatur, Wissenschaft, Digitales und Meinungsfreiheit. Die ersten 3 Tage ist die Messe für das Fachpublikum, am Wochenende auch für Privatbesucher geöffnet. Die Frankfurter Ausstellung ist die größte Buchmesse der Welt. Ehrengast ist in diesem Jahr Georgien. Dass auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini als Gast an der Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse teilnahm, zeigt, welches Ansehen die größte Bücherschau der Welt genießt. Der Premierminister des Gastlandes Georgien nutzte seine Eröffnungsrede, um sein Land als Teil der europäischen Wertegemeinschaft zu präsentieren. Georgien wird Ihnen beistehen, wenn es um den Kampf für die Freiheit geht, den Kampf für die Menschen, dem wichtigsten Wert Europas. Ich bin auf der gleichen Seite. Ich bin auf der gleichen Seite. Das diesjährige Motto der Messe ist für die Veranstalter Anlass, sich zu Respekt und Toleranz zu bekennen. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Ort des gegenseitigen Respektes. Wer unsere Bühnen missbraucht und die Frankfurter Buchmesse dafür instrumentalisiert, Positionen in die Welt zu bringen, die diese Freiheit aufs Spiel setzen, dem widersprechen wir sofort und vehement. Gut 7.300 Aussteller aus mehr als 100 Ländern werden in diesem Jahr auf der Buchmesse vertreten sein. Geplant sind außerdem Lesungen, Diskussionsrunden und kulturelle Veranstaltungen. Schwerpunkt hierbei der 70. Jahrestag der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Eine Neuheit, der Frankfurter Pavillon. Er soll zum Wahrzeichen werden und zum Ort für viele gute Geschichten. Markus Weinzierl wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge von Taifun Korkut an, den der Tabellenletzte am Sonntag beurlaubt hatte. Weinzierl, früherer Coach bei Schalke 04 und Augsburg, hat in Stuttgart einen Vertrag bis Mitte 2020 unterschrieben. Er ist beim VfB bereits der 11. Trainer in 5 Jahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Oktober. Dank Hochdruckeinfluss und Warmluft aus Süden wird es wieder sonnig und ungewöhnlich warm. In der sternenklaren Nacht bilden sich aber einige Nebel, vor allem in den südlichen Landesteilen auch Hochnebelfelder, die sich morgen teilweise zäh halten können, besonders in Oberschwaben und in der Pfalz. Abseits und nach Auflösung des Nebels gibt es strahlenden Sonnenschein. In der Kurpfalz heute Nacht bis 12, im Norden stellenweise nur 4 Grad. Morgen im Süden bei Dauernebel um 16, im Westen sommerliche 25 Grad. Am Donnerstag anfangs örtlich wieder Nebel, sonst oft sonnig. Im Westen und Süden auch mal Wolken, aber weitgehend trocken. Auch in den folgenden Tagen erwartet uns meist goldenes Oktoberwetter und es wird noch etwas wärmer. Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Dieselkompromiss auf dem Prüfstand, was das Fahrverbot für die Hauptstadt bedeutet und Erdogans Sicherheitspersonal, Spurensuche in Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.